13 neue Nintendo Switch-Spiele, die uns demnächst erwarten. Schauen wir mal rein, da ist sicherlich was für dich dabei. Wir fangen an mit Cat Quest 3. Teil 1 war super, Teil 2 war super und Teil 3 wird phänomenal. Kann ich euch sagen, ich habe die Demo schon gespielt. Die Demo könnt ihr euch natürlich auch holen. Das Ganze gibt es dann ab 8.8. Vollpreis ist 19,99 € und ich würde mal sagen, das ist es auf jeden Fall wert. Ich finde die Grafik ganz super. Es ist so ein typisches Adventure, wo man aber auch mit dem Schiff fahren kann. Es gibt Seekampf, es gibt Kampf an Land, lustige Dialoge und natürlich jede Menge Katzen. Das ist natürlich das Wichtige. Katzen in Cat Quest. Wir springen gleich zum nächsten. Da kommen die Star Wars Fans auf ihre Kosten. Star Wars Bounty Hunter endlich auf der Nintendo Switch gelandet. Das Spiel ist ja schon ein bisschen älter und hat sozusagen hier eine Neuauflage bekommen. Ich habe gehört, Steuerung ist hart angepasst worden, man kann sich aber auch für die alte Steuerung entscheiden, wenn man das vielleicht von früher noch gewohnt war. Dann, was haben wir hier? Grafik, schauen wir mal rein hier bei Star Wars Bounty Hunter. Da schaut doch alles sehr, sehr nach sehr klassischen Star Wars aus. Auch richtig schöne Screenshots haben sie uns da reingepackt. Mit den bekannten Protagonisten, mit Chatback und Buff, Buff, Buff Action. Ja, es schaut richtig schön aus. Also ich glaube, da kommen einige Retro-Fans und Star Wars-Fans vollkommen auf ihre Kosten. Star Wars Bounty Hunter. 17,99 € für die Vorbesteller, 20 € und erscheint am 1.8. Weiter geht's. Nicht Star Wars, sondern aber Piraten. Piraten hatten wir auch schon bei Cat Quest. Jetzt haben wir Piraten bei Steam World Heist. Steam World Heist 2, um genau zu sein. Das Ganze gibt's zum Vollpreis für 29,99 €. Bis zum 8.8. ist es noch minus 10%. Steam World Heist, ich habe den ersten Teil gespielt, gibt sogar ein Video hier am Kanal. Richtig, richtig coole Rundenstrategie. Und wenn ihr auf so Rundenstrategie-Action steht mit Steampunk-Elementen und Piraten-Flair. Ich glaube, das wird wieder ganz, ganz großartig. Ich glaube, das wird ein großer Spaß, so wie der erste Teil. Apropos erster Teil, das Ganze gibt es auch im Package. Teil 1 und Teil 2 gibt es im Package für 40 €. Da könnt ihr sogar noch ein bisschen was sparen, sozusagen. Ja, SteamWorld heißt, Leute. Cool, 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 cool. Wir springen zum nächsten. Core Keeper erscheint jetzt auch auf der Nintendo Switch. Hier steht Sommer 2024, aber es ist schon verkündet worden, am 27.08.2024 dürfen wir das zocken. Preis ist noch nicht bekannt. Ich würde irgendwas zwischen 20 und 30 € erwarten. Core Keeper, was ist das eigentlich? Ja, so ein wunderschönes Pixel-Game durch Dungeon-Streifen. Looten, ihr kennt das Ganze und jetzt eben auch auf der Nintendo Switch. Ich finde, das schaut richtig, richtig schön aus und ich bin mir sicher, das wird seine Fans hier finden. In den Details, was erfahren wir hier noch? Deutsche Sprachunterstützung, online bis zu 8 Spieler, Einzel auf der Switch gibt es nur allein, aber online könnt ihr euch auch zu mehrt in den Dungeon hier werfen. Weiter geht's mit einem Spiel, was ziemlich harte Promo von Nintendo bekommen hat. Emio, der lächelnde Mann, Famicom Computer Club. Das hat so einen ganz strangen, kurzen Trailer bekommen, wo sich jeder gefragt hat, was ist denn das? Und das war genau der Trailer für dieses Spiel. Viel Werbung gemacht dafür, 50 € wird das kosten, erscheint am 29.08., also auch demnächst. Und Demo gibt's leider keine, leider, leider. Aber es ist so eine Mischung aus Grusel und Detektivstory. Ermittler Schreibtisch, und da kann man sich hier einiges auf der Webseite anschauen hier. Wenig Screenshots, finde ich. Wenig Screenshots gibt es hier. Ich kann mir noch nicht allzu viel darunter vorstellen, aber kurz vor Release wird es da wahrscheinlich dann nochmal einen Haufen Info mehr geben. Ja, ich bin mir sicher, wird gut. Publisher ist Nintendo, kann also gar nicht schlecht sein. Ab 16 Jahre ein bisschen Detektiv-Grusel-Action.
Weiter geht's, schaut auch irgendwie gruselig aus, aber ich glaube, so ist das gar nicht gedacht. Nämlich Gori, das ist so ein Spiel mit einer Katze. Katzenspiel hatten wir auch schon heute, aber Katzenspiele kann man ja nie genug haben. Ja, Gori kommt auf 21,99 € und erscheint am 29.08.2024. Schauen wir uns ein bisschen die Bilder durch. Ja, so steampunkig. Grafik. Ich weiß nicht, warum sie die Screenshots in so schlechter Auflösung online gestellt haben. Das macht das Ganze ein bisschen sass. Also die Screenshots, die ihr hier seht, die sind, die momentan online sind und die haben circa die Auflösung einer Postkarte oder einer Briefmarke fast schon, würde ich sagen. Ich hoffe, das Spiel schaut dann besser aus. Also vielleicht mal den Trailer anschauen, kurz vor der Veröffentlichung und so, bevor man hier zuschlägt. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur mit den Screenshots vertan. Kann auch sein. Gori, meine Damen, Gori. Dann, ja genau, abonnieren nicht vergessen. Jede Menge neue Nintendo Switch Spiele zock ich immer hier auf meinem Kanal. Also hier ein Abo dalassen und regelmäßig neue Videos über Nintendo Switch kassieren. Soviel zur Eigenwerbung, weiter geht's. Nächstes Spiel, Monster Jam. Hätte ich fast übersehen, Monster Jam. Das erscheint auch dieses Monat, 29.08.2024. Monster Jam für 50 €. Ist also quasi ein Vollpreisspiel. DLCs sind schon angekündigt. Ich nehme mal, da gibt es dann wahrscheinlich jede Menge Fahrzeuge zum Dazukaufen. Und in der Galerie, die Bilder, die schauen eigentlich ganz geil aus. Riesige Monster Trucks, coole Fahrer. Monster Trucks müssen natürlich immer so ein bisschen verkleidet sein, dass sie auch schon wie Dinosaurier oder Grabsteine. Ja, aber ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Also Monster Trucks Fans, die merken sich das vor. Alle anderen spielen es vielleicht mal Probe, wollte ich sagen, aber es gibt leider keine Demo. Ja, 29.08. Leute, ihr könnt euch schon mal auf Monster Truck Action freuen. Das ist ein Spiel, worauf ich mich persönlich sehr freue, weil ich den ersten Teil geliebt habe, World of Goo. So ein Geschicklichkeitsdenkspiel gab es damals, glaube ich, für die Wii war das. Und jetzt gibt es hier den zweiten Teil auf der Switch ab 2.08.2024. Werden wir damit beehrt. Gibt es auch auf allen anderen Konsolen, was ich so mitbekommen habe. Gibt es sogar für den PC. Dann haben wir, ja genau, musst du solche Brücken bauen und immer die Goos von A nach B leiten. Da hat sich anscheinend nicht so viel geändert am Spielprinzip. Macht auch nichts. Das war damals gut. Das war damals gut, wo Indie-Spiele noch die Ausnahme waren. Jetzt gibt es ja Indie-Spiele wie Sand am Meer mittlerweile. Da freue ich mich schon drauf. Also Leute, World of Goo könnt ihr euch schon mal vormerken. Preis gibt es noch keinen. Ich würde irgendwas bei 20 € schätzen. Ja, mal schauen, ob wir da nochmal genauere Infos kriegen. Erscheinungstermin demnächst 2.8. So, actionreich geht's weiter mit Gundam Breaker 4. Also für alle, die 1, 2 und 3 gespielt haben, die kriegen jetzt endlich den vierten Teil. Aber man kann natürlich auch mit dem vierten Teil einsteigen. 60 €. Was haben wir denn hier? Einen Mac-Klopper. Max aufrüsten und mit Max andere Max verdreschen. Ja, also wer sowas mag... Ich mag sowas ja nicht ganz so sehr, aber ich weiß, da draußen gibt es viele Mac-Glopper-Fans. Also Leute, merkt euch den 29.08. Da könnt ihr dann 60 € ausgeben. Schade, dass es keine Demo gibt, aber das schaut doch alles ganz gut aus. Bis zu 3 Spieler online und auf einem System leider nur allein spielbar. Natürlich von Bandai. Diese riesen Klopper-Spiele kommen gefühlt immer von Bandai, habe ich so das Gefühl. So, nächstes Spiel. Wir gehen durch heute im Eiltempo. Ja, ich kann das nicht aussprechen. Es ist irgendein asiatisches Spiel. Umamusume Pretty Derby Party Dash. Also Pretty Derby Party Dash kann ich aussprechen. Aber Umamusume verstehe ich nicht ganz, warum man da so einen schwierigen Titel für den europäischen Markt nimmt. Aber okay.
tut den Spielspann ja nichts ab. Also es wird dadurch genauso viel Spaß machen. 45 Euro kostet das Ganze. Erscheint am 30.08. DLCs sind schon in den Startlöchern. Und was ist denn das? Das ist so ein pixelmäßiges Sportspiel. Also so das typische Sport-Minispiel. Mit aber crazy, crazy Spielen. Was haben wir da? Wettessen, irgendwas schießen, laufen, Basketball, also so Fantasy-Basketball. Ah, ich glaube, das könnte wahrscheinlich Spaß machen. Ob man sich zum Vollpreis holen will, das muss man sich natürlich überlegen, ob einem das wirklich 45 Euro Vollpreis wert ist. Kann man auf jeden Fall auf einer Konsole bis zu viert spielen oder online auch bis zu viert. Fragwürdig finde ich dann natürlich, wenn da jetzt schon wieder die ganzen DLCs online sind. Zwei DLC-Teile, drei Teams kann man sich dazu kaufen und einen exklusiven Titel kann man sich auch dazu kaufen. Ich weiß nicht, für so ein Partyspiel, das nicht Mario Party ist und so ein bisschen nach Pixelart ausschaut, finde ich 45 Euro ein bisschen knackig, aber ich gönne den Entwicklern natürlich ein bisschen Kohle. So, da habe ich leider noch keinen Eintrag auf dem Nintendo eShop gefunden, aber das erscheint auch demnächst, nämlich Mika and the Witch Mountain. Das schaut richtig cool aus. Vielleicht war so, also schaut so ein bisschen Richtung Wind Waker aus. Man spielt eine kleine Hexe und muss in so einem Wind Waker-artigen Setting Post austragen. Sieht super knuffig aus. Ich habe leider keinen Preis für euch. Ich würde so um die 30 Euro schätzen, wenn ich mir das so anschaue. Vielleicht auch 40 Euro. Aber das Ganze erscheint am 21.08.2024. Also demnächst angeblich auch auf der Switch. Ah, beim PC steht hier 21. August. Das heißt auf der Switch. Ah, kommt eh gleichzeitig. 21. August für Switch und PC. Die Bilder schauen wirklich hervorragend aus. Und wenn jetzt das Gameplay auch noch passt, dann erwartet uns ein richtig schönes Adventure für die Switch. So, weiter geht's. Nächstes Game. Zwei sind noch da. Zwei haben wir noch. Thanks, good, you're here. Ein Indie-Game kommt auf 18 Euro. Erscheint am 1.8. Vorbesteller kriegen ein bisschen einen Rabatt obendrauf. Und ja, schaut schon mindestens von den Grafiken her so wie diese Wimbledon-Zugbilder aus. So in diese Richtung. So ein bisschen Vektorgrafik. Schaut sehr, sehr nett gezeichnet aus. Verrückte Figuren. Und da muss man wohl hier einiges an Rätsel lösen. Plattformer Adventure ist hier angegeben. Ein Spieler, Publisher ist Panic. Ab 12 Jahren gibt es auch auf Deutsch. Das ist ja für uns doch durchaus relevant. Ja, ich bin gespannt, was es uns erwartet. Auf jeden Fall für kleinen Preis ein nettes, handgefertigtes Spiel mit hübschen Charakteren. Was will man mehr? Ein Jump'n'Joke, also ein lustiges Sprungspiel. Schaut auf den Grafiken gar nicht so nach viel nach Springen aus. Aber okay, wenn die das so hinschreiben, wird es wohl stimmen. Gut, einmal, was Wichtiges haben wir noch? Nämlich Cult of the Lamb. Jetzt werdet ihr sagen, Cult of the Lamb, das kenne ich doch, das ist doch nicht neu. Ist doch neu, das bekommt nämlich jetzt endlich einen Multiplayer-Modus. Weil das Spiel so erfolgreich war, hat der Hersteller gesagt, es gibt ein Free-Update mit Multiplayer-Modus. Multiplayer-Modus erscheint am 12.08.2024. Kann gut sein, dass das Spiel dann so rechtzeitig zum Update nochmal ein Angebot kriegt. Oft ist das ja so, nicht immer. Also vielleicht da mal warten, ob da zum neuen Update auch gleich ein Angebot kommt. Cult of the Lamb. Ja, was ist das alles für Leute, die das nicht kennen? Man ist ein Lamm, muss eine Religion gründen und mit Hilfe der Arbeiter, also man sucht Religionsmitglieder, die dann für einen arbeiten, logisch Ausbeutung. Und dann versucht man sich hochzuleveln und
die vier oder ich glaube fünf Dungeons sind es zu bestehen. Sehr, sehr schönes Spiel, sehr abwechslungsreich. Eine Mischung aus Twin-Stick-Schnetzler, Dungeon-Crawler und Micromanagement. Also das Spiel hat echt alles. Und es gibt auch Angel-Minispiele und so. Richtig schönes Spiel. Natürlich mit diesem religiösen Zeug, diesem kultigen Zeug, damit muss man zurechtkommen. Vielleicht nicht was für jeden, aber sehr, sehr spaßig. Ich kann es empfehlen. Gibt es auch ein paar DLCs dazu. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber für 24,99 €, vor allem wenn dann der Multiplayer draußen ist, ich würde mal sagen, das ist eine absolute Empfehlung. An der Stelle noch Dank an alle Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Hier geht es gleich weiter mit noch mehr guten Nintendo Switch Spielen. Gleich draufdrücken und weiterschauen, und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao und bis neulich.